Hallo und willkommen zurück bei The Witcher. Ja, letzte Folge haben wir nicht allzu viel geschafft. Wir haben im Prinzip nur ein bisschen was vorgelesen, was wir aus der Höhle mitgenommen haben. Jetzt sind wir hier wieder in einem anderen Dorf und ich musste feststellen, hier ist irgendwas. Mal gerade gucken. Naja, ich würde gerne wissen, was du für ein Level bist. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Wir haben ihn, wir haben ihn. Götter. Au. Wir ziehen. Au. Immer von hinten. Okay, auch mal von vorn. So. Da liegt der. Weiß zwar jetzt nicht warum, aber ja, mal hier ein paar dieser Türe hops genommen. Und da haben wir wieder so viele Handbeile gesammelt, dass wir da wieder direkt verkaufen müssen. So, mal auf. So, und was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas Interessantes? Wieso waren die hier? Deswegen, hier sieht natürlich so aus, als wäre hier wieder irgendeine kräuterkundige, nette Dame hier, aber anscheinend nicht. Schweinehaut. Naja. Nicht viel zu holen. Geralt, springst du mal bitte hier drüber? Okay. Ja, das Wetter ist nicht wirklich gut. Wache des Barons hat nichts zu sagen. Es geht hier. Was gibt's, Girola? Auch nichts. Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich. Ist das hier eine Taverne? Nee. Wahrscheinlich nicht. So, du. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Eigentlich verkaufen. Sag mal, was du anzubieten hast. Definitiv verkaufen. Da. Plopp, 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 plopp. Und plopp. So, dann hat er ja wieder alles. Bis dann. Wo war denn der Schmied? Da, wo ich Plätze geparkt habe, genau. Hallo Hund. Was denn? Ja, ich glaube, du hast da noch was. Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Ich habe das doch gesehen, weil hier Adelbert Kermits zweite Karte, die erste habe ich mir nämlich schon organisiert. Die war nämlich bei dem anderen Händler. So, dann hat der hier auch wieder ein bisschen Geld. Silberschaden. Mal komm. Nehmen wir mit. Langschwert von Skellige. Aha. Okay.
würde sagen, bis dann. Passt. Halt, nicht mich wegschieben. So, wo war denn... Achso, hier müssen wir auch noch lesen. Moment, hier. Herrin des Waldes. So, aber erstmal, das ist der erste. Als die Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Timstein durchführte, stieß ich auf 4 Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit den Piktogrammen, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf dieser Karte eingezeichnet. Ja, da hat er mal wieder in der Karte was eingezeichnet. Sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm ist identisch mit dem einen, das wir in der Höhle unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf dieser Karte eingetragen. Ja, sehr schön. Dann lesen wir noch das hier. Die Götter haben uns verlassen, die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrin des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrin um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhöhen sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrin. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrin. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Ja, wer es glaubt. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus. Die gute Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Aha. Naja. Wer es denn glaubt. So, Plätze kommen. Los, los. Wo ist denn hier der Ausgang? Moment, wir nehmen mal hier, glaube ich, irgendwie Querfeld ein und so. Nein, nicht die Mumen. Nein. Zu denen wollen wir nicht. Wir wollen zu dem Ollen da. Hier. Da. Hüter des Weidelers. Das wollte ich. Da sind wir doch die ganze Zeit schon dran. Die Hexen können mich mal gerade. Klingt sowieso nicht so gut, was da die Hexen so machen. Genau. Hier wieder Geschwindigkeit anpassen. Nicht, dass wir hier geblitzt werden. Das kommt uns sonst etwas teuer zu stehen. Okay, jetzt können wir aber ein bisschen Gas geben. Da saßen hier noch 2. Beinächst umgeritten. So. Aha. Was? Hui, buh? Hä? Wer? Was? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Haut ab.
Nee, was wollt ihr eigentlich von dem? Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Was? Hört mal zu, ihr geht und ich heile? Nee. Haut ab oder sterbt? Zahle euch? Nee. Bezahlen geht nicht. Wir probieren das mal. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Velen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Ja. Au, Moment. Au, Mist. Jetzt rechts, wir aber. Ja. Wo ist denn der Knilsch mit dem Bogen da? Okay. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Alles niedergemetzelt, wunderbar. Streitkolben. Ich hoffe, Plötze geht's gut. Wir essen noch was. Hallo. Jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Glaubt, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Wer es glaubt? Sag ich des Öfteren mal. du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Naja gut, im Nachhinein kann man das immer gut sagen. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Ja, aber vor was? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Okay, also was? Du hast das Ding angefertigt, dann müsstest du doch eigentlich auch wissen, warum, oder? Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Ja. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Okay. Okay, ich suche Anna und definitiv auch ihre Tochter. Weißt du was? Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein. Weideler weiß es nicht. Doch, er weiß es. Aber die Geister könnten es wissen. Oh Gott. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Ja. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, müssen gefunden werden.
Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Was? Prinzessin? What? Welche Prinzessin? Muss ich Prinzessin suchen? Ach nö. Prinzessin? Meine Ziege? Sie ist weg! Ach Gott. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich! Nicht ohne die Ziege! Was? Ich such doch keine Ziege! Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Ach, Allah. Okay. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Aha. Okay, mit mittlerer Maustaste. Ach, toll. Okay, wir gehen Ziegen suchen. Irgendwo da im Wald soll die stecken. Und wir sollen uns vor Himbeeren und Erdbeeren in Acht nehmen. Sehr wahrscheinlich, weil die doofe Ziege dann ständig da stehen bleibt. Ach Gott. Die Herren Wölfe. Also die Wölfe haben die Ziege anscheinend noch nicht gefressen. Was ist mit dem? Okay, da hinten ist definitiv was. Hier auch. Ich glaube aber, das Meckern kommt von da hinten. Nein. Sieh, ich kann es definitiv nicht sagen, von woher es kommt. Ach, hier. Ach, da bist du. Hier entlang, glaube ich. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weideler. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Komm schon, muss verdammt. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ja, anscheinend. Deswegen, sie kommt zwar hinterher, aber wir wissen hier immer zur etwas... Hölle bist du hin? Was? Wo ist sie hin? Ja, genau. Doofes Ziegenvieh! Was? Bär! Was? Auf doch, du beknacktes Huhn! Oh, au, 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 au! Was läuft die hier auch zu einem Bären? Deswegen liegen hier auch die Leute rum. Die wurden hier alle vom Bären irgendwie getötet. Gut, dass der nicht rauskam, als wir dran vorbeigelaufen sind. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? So, wo ist denn dem seine Hütte? Kling.
Klingeling. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Okay, wenn das die einzige Eigenschaft ist, um eine um Plötze zu werden, naja. Zu spät. Und Bären, ne? Ach, du hast es nicht. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Packen wir es an. Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein können? Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Wenn ich jetzt noch Blut sammeln muss, streike ich. Bin gleich zurück. Von ihr können wir nicht ein bisschen Blut abzapfen, oder? Naja. Gut. Eine Ratte tut's auch. Riecht das? Ja. Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Ja. Yeah. Klingt nicht gut. Muss noch was wissen. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Sie sind fort, das Kind ist geblieben. Was für ein Kind? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hm. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Und die eine Glocke haben. Ja. Würde ja dann auch die Nachricht von der Tochter erklären. Von wegen halt hier, dass die Mutter beschützt bleiben soll, aber ihr Vater kann weg. Okay, woher weißt du das alles? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Mhm. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten.
Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Okay, wie geht das mit dem Fluch aufheben? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Okay, muss ich noch einen Geist finden oder was? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Okay, also Hauptsache er trinkt, also der Weideler trinkt. Also die Verwandten müssen da nichts trinken. Oder habe ich das jetzt hier irgendwie komplett falsch verstanden? Also brauchen nur irgendwie Blut. Er mischt das Ganze mit seinen Hühnerfüßen da und ein bisschen Ziegenmilch und kippt sich das irgendwie in die Figur. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Halbkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Okay, wir müssen im Bistarium lesen, von wegen hier Fehlgeborener. Und sehr wahrscheinlich müssen wir dann noch zum Baron und fragen, ob er was weiß. Okay, machen wir alles, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern beim nächsten Mal. Was macht der denn? Der jetzt da draußen. Achso, Prinzessin ist auch draußen. Ja, wie gesagt, dann machen wir das alles irgendwie beim nächsten Mal irgendwie hier weiter. Also, bis dann.